Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil von unserer zweiten Experimententüte. Heute zeige ich euch wieder zwei neue spannende Experimente. Für unser erstes Experiment brauchen wir einmal eine Schüssel, weil es wird wieder mit Wasser hantiert. Etwas Wasser, etwas schwarzen Pfeffer oder andere Körner, es geht auch Paprikapulver und Geschirrspülmittel. Was ihr jetzt als erstes tut, ist, ihr nehmt euch eure Schüssel und ihr nehmt euch etwas Wasser und füllt das Wasser in die Schüssel. Aber nur etwas. Der Boden sollte komplett bedeckt sein trotzdem. Jetzt nehmt ihr euer Pfeffer oder Paprikapulver und füllt es dort rein. Genau, so dass sich in der Mitte ein Fleck aus Pfeffer oder Paprikapulver bildet. Jetzt bitte ich euch, dass ihr euren Zeigefinger nehmt und jetzt tut ihr ihn in die Mitte der Schüssel und zwar auf den Grund. Einfach eintauchen. Gut, ihr seht, was ungefähr passiert. Pfeffer wandert ein bisschen nach außen, aber nur weil ihr Wasser verdrängt mit eurem Finger, deswegen entsteht eine kleine Wellenbewegung. Jetzt bitte ich euch, dass ihr euren Zeigefinger wieder nehmt, von der gleichen Hand, und einen Tropfen Geschirrspülmittel drauf macht. So ungefähr. Und jetzt wiederholt ihr den Vorgang von gerade, aber diesmal mit Spülmittel auf eurem Finger. Wie ihr seht, ist der Pfeffer an den Rand der Schüssel gewandert, von eurem Finger weg. Und das nur aufgrund des Spülmittels, weil ihr habt das vorher auch ohne das Spülmittel gemacht und es ist eigentlich nichts Großartiges passiert. Doch woran liegt das jetzt? Nun ist es folgendermaßen, das Wasser besteht aus vielen kleinen Molekülen und diese haben Verbindungen untereinander. Das heißt, diese sind fest verbunden und bilden sozusagen eine Art Haut an der Oberfläche. Das ist auch der Grund, warum das Pfeffer oben schwimmt, weil diese Oberfläche so eine Art Spannung hat, aufgrund dieser Haut, die gebildet wird. Wenn ihr euren Finger jetzt reinsteckt, ohne Spülmittel, passiert zuallererst gar nichts, außer dass ein wenig Wasser verdrängt wird von eurem Finger. Wenn ihr allerdings mit eurem Geschirrspülmittel auf dem Finger in die Schüssel eintaucht, ist es so, dass sich bestimmte Stoffe vom Geschirrspülmittel, auch Tenside genannt, zwischen diese Verbindung von den Wassermolekülen setzen und sozusagen die Haut und die Oberflächenspannung auseinanderreißt. Das heißt, die Pfefferkörner suchen sich am Rand der Schüssel, wo die Oberflächenspannung noch ziemlich hoch ist, weil dort mein Finger mit dem Spülmittel nicht war, Zuflucht und fliehen dahin und fliehen sozusagen vor dem Spülmittel und vor aufgrund diesen Stoffen an den Rand der Schüssel. So, ich hoffe, euch hat unser erster Versuch gefallen. Jetzt führen wir unseren zweiten Versuch durch. Und zwar braucht ihr für unseren zweiten Versuch einmal einen Bleistift, ein leeres Blatt Papier, eine Schere, ein Teelicht, eine Art Kordel, ein Feuerzeug und Tesafilm. Da ihr mit Feuer etwas romantiert, würde ich sagen, dass eure Eltern euch dabei am besten helfen und ihr solltet vorsichtig damit sein, bitte. Ihr fangt an, indem ihr auf euer leeres Blatt Papier eine Art Spirale zeichnet. Die sollte dann ungefähr so aussehen. Als nächstes fangt ihr an, mit eurer Schere die Spirale auszuschneiden. So, die ausgeschnittene Spirale sollte dann ungefähr so aussehen. Genau, und jetzt macht ihr Folgendes. Ihr schneidet einen Teil von eurer Kordel ab, etwas längeren am besten. Und nehmt das Ende und etwas Tesafilm. Dann nehmt ihr eure Kordel, tut sie hier ungefähr drüber und tut etwas Tesafilm drauf. Ungefähr so, dass sie hält, dass ihr die hochnehmen könnt, dass sie ungefähr so aussieht. Das Überbleibsel hier werde ich auch noch wegschneiden. So, damit habt ihr erstmal euren ersten Teil des Versuchs. Und jetzt nehmt ihr bitte euer Teelicht, am besten eure Eltern zur Hilfe nehmen. Und diese nehmen dann Feuerzeug und werden das Teelicht dann anzünden. Gut, ihr habt jetzt euer Teelicht und ihr könnt auch mal eure Hand darüber halten, etwas höher. Ihr merkt, dass es sehr warm wird. Und jetzt nehmt ihr eure Spirale in die Hand oder macht sie irgendwo oben an der Wand fest. Und fangt bitte an, in einer bestimmten Höhe
diese ruhig über der Kerze zu halten. Und jetzt wartet ihr ein wenig und seht, wie die Spirale sich praktisch von selbst dreht, anfängt zu drehen. Gut, doch warum hat dieser Versuch funktioniert? Nun, es ist so, dass auch die Luft aus ganz vielen kleinen Teilchen, den Molekülen, besteht. Diese haben die Eigenschaft, dass wenn es kalt ist, sie sehr, sehr, naja, statisch sind und sich nicht so sehr bewegen, weswegen es auch eine sehr, sehr, naja, dichte hat auch, also eine große Dichte. Sie sind dicht beieinander. Und wenn die Luft sich dann erwärmt und die Moleküle sich erwärmen, ist es so, dass sie sich dann ganz schnell bewegen. Das heißt, sie brauchen mehr Platz. Das heißt, sie haben eine geringere Dichte, sie sind weiter auseinander. Und wie wir im letzten Experimentvideo schon gesagt haben, ist es so, dass bei Dingen, die eine große Dichte haben und Dingen, die eine leichte Dichte, also eine kleinere Dichte haben, ist es so, dass sich die große Dichte haben, unten anlagern und eine leichtere Dichte haben, oben anlagern. Das heißt sozusagen, die kalte Luft, naja, sammelt sich unten an und die warme Luft, die heiße Luft, steigt nach oben. Es ist dann so, bei der Wärmeenergie ist es so, dass die Kerze sozusagen einen Luftstrom nach oben treibt, gerade weil die heiße Luft nach oben steigt. Und diese treibt dann einen Luftstrom durch die Spirale, welche dann angetrieben wird und eine Art Auftrieb erhält, also sich weiter dreht und weiter dreht und weiter dreht. Und so funktioniert das Ganze. Also es hat wieder was mit den Molekülen, mit der Dichte zu tun und mit dem Auftrieb, also einem Luftstrom. So, ich hoffe, euch haben auch die zwei Experimente wieder gefallen und naja, ich wünsche euch viel Spaß beim Experimentieren und bis demnächst. Habt viel Spaß damit. Tschüss.